Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und wir starten Fellner live heute mit unserer Öffnungsministerin, könnte ich sagen, mit der Frau, die dieses Land wieder mal ein bisschen in Schwung bringen soll. Und da war ja gestern natürlich ein ganz wichtiger Tag. Der Osten Österreichs hat aufgesperrt, der Handel brummt wieder, wie uns der Richard Lugner gestern da lachend wie ein Hutschpferd verkündet hat. Aber die Frage ist ja, wie geht es dann weiter am 19. und wie öffnet jetzt das Land und wie kommen wir wieder auf die Überholspuren? Da hat es heute eine große Pressekonferenz gegeben, der Kanzler und die Wirtschaftsministerin gemeinsam aufgetreten, ich glaube in der Wirtschaftsuni sogar, und haben dort verkündet sozusagen die großen Innovationsschritte für Österreich in den nächsten Monaten. Was genau ist da angesagt worden, Frau Minister? Ja, absolut. Was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir den Standort voranbringen. Wir wollen ja, dass wir mehr Arbeitsplätze haben und auch mehr schaffen und auch vor allem für unsere Kinder die nächste Generation Möglichkeiten schaffen. Da müssen wir jetzt vorsorgen. Und da wird es nicht nur ausreichen, dass wir die kurzfristigen Maßnahmen machen für Liquiditätssicherung, das haben wir ja sehr umfangreich getan, sondern dass wir auch Maßnahmen setzen, die mittel- und langfristig helfen. Also Österreich muss quasi vom Hidden Champion in die Champions League, was den Wirtschaftsstandort betrifft. Und da geht es wirklich darum, dass wir 7 große Schwerpunktthemen haben. Ich möchte jetzt nicht auf alle eingehen. Das Ganze heißt ja Standortstrategie 2040. So ist es. Das heißt, es soll bis 2040 reichen. 15, genau. Also eigentlich 18 Jahre im Voraus, fast 20 Jahre. Und was sind jetzt die Kernthemen, wo wir jetzt Champions League werden wollen? Ja, ein ganz großes Themenbereich ist sicherlich, dass wir wieder mehr in Österreich produzieren müssen. Wir nennen das digitale Produktion. Da gibt es ja im Bereich von 3D-Printing, in der automatisierten Produktion viele Möglichkeiten. Und es ist ja ein Trugschluss zu glauben, wenn man weniger automatisiert, hat man mehr Arbeitsplätze. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Also mehr Industrieroboter bedeutet, dass man mehr Arbeitsplätze hat in einem Land. Das zeigt sich deutlich. Das heißt, wir müssen wieder mehr in Europa produzieren. Warum? Das haben wir auch gesehen. Wir wollen nicht so abhängig sein, weder von den USA und auch nicht von China. Da ist beides nicht gut. Und das hat es wirklich in den letzten Jahren so viel gespielt. Das fängt beim Tiroler Speck an, wie Sie heute bekannt gegeben haben, und geht dann natürlich rauf bis, was ich, zu den KTM-Fahrrädern und so weiter. Absolut, ne? Ja. Oder ja. Andere Unternehmen, Drohnen, die in Österreich erzeugt werden. Und eben auch, ganz wichtig, Pharmaindustrie. Ja? Wir haben jetzt wieder gesehen, wie wichtig es ist, hier Medikamente zu erzeugen und hier in Österreich Impfstoff zu erzeugen. Wir sind ja da gut. Novartis hat es geschafft, innerhalb von 3 Monaten eine Riesenproduktion in Tirol, in Kundl, aus dem Boden zu stampfen, aber weil sie vorher eben geforscht hat. Also wir kombinieren das, Forschung und Produktion in Österreich. Also mehr Produktion ist Thema Nummer 1. Genau. Zweites großes Thema ist natürlich das Thema Umweltschutz. Wir sind da ganz weit vorne. Das nennt man Green Materials, grüne Technologien. Da sind wir echt im Spitzenfeld. Das exportieren wir auch nach China, damit die sich auch ein bisschen besser um die Umwelt kümmern, würde ich sagen. Und schön, dass die Österreicher den Chinesen zeigen, wo es lang geht. Ja, das absolut. Das Gefühl ist eher umgekehrt, oder? Ja, wie ich vor Covid in China war, war es immer das Thema, wie können wir Technologien kriegen, die in Österreich auch entwickelt wurden, aber nicht, dass wir, sondern dass wir hin exportieren, dass wir ihnen Umweltprobleme lösen. Gut. Das ist ein zweiter großer Themenbereich. Mhm. Der dritte große Themenbereich ist sicher auch in dem Thema spezifische Technologien in der Energiewende und in dem ganzen E-Mobility. Mhm. Unsere Automobilindustrie ist unter Druck. Umstellen auf genau, E-Autos. Auf E-Autos umstellen. Und wie können wir da auch unsere Industrie, auf die können wir uns ja 20 Jahre schon verlassen, wie können wir die entsprechend auch da unterstützen? Und dann, was haben wir noch für Felder? Und dann das Thema Kultur. Österreich ist ein Kulturland, auch das, und Dienstleistungen, also E-Commerce, aber auch digitale neue Geschäftsmodelle. Das geht quer durch alle Bereiche und wir werden alle einbinden, von den Sozialpartnern über die Unternehmen, die Start-ups genauso wie die KMUs und auch die großen Leitbetriebe. Und natürlich all die Regierungskollegen, das ist eine gemeinsame Strategie, die wir arbeiten mit Wirtschaftskammer, IV und allen gemeinsam. Aber die Schwerpunkte sind sozusagen Digitalisierung und Umwelttechnologie. Genau. Das sind die zwei. Absolut. So, und das ist heute angesagt worden, irgendwie als Hund ans Christkind?
Nein, heute ist das Kickoff und schon nächste Woche sitzen wir in der Steuerungsgruppe zusammen und da arbeiten wir dann in Arbeitsgruppen über den gesamten Sommer. In Alpbach werden wir die ersten Ergebnisse präsentieren und vieles haben wir ja auch schon umgesetzt. Denken Sie an die Investitionsprämie, die ist ja schon mit Schwerpunkt Digitalisierung und Ökologisierung 5 Milliarden. Da werden viele Projekte auch konkret umgesetzt werden. Ja, aber ich schätze ja viel, was Sie machen, aber bis wir in der Digitalisierung in der Champions League sind, das glaube ich nicht, dass sich das bis 2040 ausgeht. Naja, ich sehe das schon ein bisschen anders, wenn wir anschauen, wie viele gute mittelständische Betriebe wir haben. Ich meine, Ihr Unternehmen ist auch ein Unternehmen, das jetzt ein großes für Österreich ist. Aber ich würde es jetzt nicht weltweit in der Champions League betrachten, bei aller Selbstkritik. Aber das ist wirklich so, dass unsere Mittelständler, die können das besser als zum Beispiel in Korea. Ich war in Korea und die haben immer gefragt, wie macht ihr das mit euren KMUs, die kleinen, nicht nur die großen Betriebe, sondern wir müssen da die KMUs mitnehmen. Und das machen wir ja heute am Nachmittag. Wir in Wien. Der Nachmittag war ja Ihr zweiter Termin, muss man sagen. Genau. Da sind Sie zum Grubenzl raufgedüst. Also, das wird nur sein. Frau Minister Tom Turbo heute sozusagen. Also am Nachmittag dann am Grubenzl mit dem Stadtrat Hanke. Was haben Sie dort präsentiert? Ja, den Digital Innovation Hub. Was ist das? Klingt kompliziert, ist es nicht. Genau das. In Wien bauen wir eine Anlaufstelle für mittelständische Unternehmen. Da haben sich zwei tolle Unternehmerinnen gefunden und wir unterstützen das mit 1 Million Euro. Das ist das 6. Hub in ganz Österreich schon. Und das bedeutet, wir haben ein Netzwerk von Anlaufstellen für KMUs. Ein Beispiel. Ein Bäcker weiß nicht genau, wie soll er jetzt mit dieser Digitalisierung umgehen? Was könnte er denn eigentlich tun? Dann geht er dorthin und dort wird ihm dann jemand vermittelt, der ihm weiterhelfen kann. Oder gerade in der Landwirtschaft, der Hub, das ist ja besonders interessant, der ist zwar in Wien, aber der ist für Land- und Forstwirtschaft und für die Energiewende. Also da haben wir dort den Schwerpunkt. Solche Schwerpunkte haben wir über ganz Österreich. Also solche Hubs wird es jetzt geben und damit wollen Sie Österreich irgendwie aus der digitalen Wüste Gobi wachküssen. Ja. Oder wachgießen in dem Fall, ja? Ja, aber ich würde nochmal sagen, die vielen kleinen Unternehmen in Österreich tun da schon viel, aber es geht noch mehr. Deutlich mehr, wie wir wissen. So, aber das ist die große Ansage, denn man muss ja sagen, irgendwie sind Sie jetzt natürlich die Frau Ministerin mit dem Turbo, weil Sie müssen uns jetzt aus dieser Corona-Malaise herausholen. Ich nehme an, da hat Ihr Herz ja wahrscheinlich gestern schon ein bisschen gelacht, wie Sie gesehen haben, Wien sperrt endlich wieder den Handel auf und es hat relativ gebrummt gestern. Also es war eigentlich besser, als man befürchtet hat. Ja, das ist gut, dass wir wieder aufmachen können. Es ist gut, dass auch wieder mehr Menschen gesund sind, dass es weniger schwere Fälle gibt. Und noch besser ist natürlich, dass wir gleichzeitig wieder mehr Freiheiten geben können. Da sind wir ja auch vor unseren großen Nachbarn unterwegs. Ich glaube, das haben wir mit den vielen Testen schon recht geschickt gemacht. Und da haben die Betriebe auch gut mitgeholfen. Ich freue mich, dass dem Handel besser geht. Aber Sie wissen natürlich, dass dieser Handel derzeit wirklich schon ziemlich, würde ich sagen, am Eck kratzt oder am Absturz kratzt. Da gibt es ja viele, die sagen, wir sind nur noch ganz kurz von der Pleite entfernt. Wir wissen immer, wie wir weiter tun sollen. Es hat gestern auch das Gerücht gegeben, dass etwa in der Marie-Hilfer-Straße schon 20-25% der Geschäfte geschlossen sind. Also schon Pickerl drauf haben zu verkaufen, zu vermieten. Das muss schon Sorge machen. Ja, absolut. Und darum tun wir das ja, dass wir Maßnahmen setzen, dass wir helfen, indem wir ihnen geholfen haben über diese Krise mit den Liquiditätsmöglichkeiten, also indem wir Steuern, Stunden, teilweise Dinge erlassen und da auch die Möglichkeiten schaffen. Aber uns ist es auch relativ gut gelungen, muss ich sagen, wenn wir rückblicken, anders als in Italien, sind bei uns die Insolvenzen in den vergangenen Monaten nur mehr 40% von dem, was sie mal waren. Das heißt, das sind viel weniger als eigentlich gedacht. Weil wir denen so extrem geholfen haben, dass sie nicht pleite gehen. Ja, das ist ja gut. Ja, ja. Und jetzt machen wir auf, jetzt kriegen sie wieder Geschäft. Ja, teilweise hängen die ja sozusagen am Transfusionsschlauchel
Und irgendwann besteht natürlich Angst, dass da das Blut, sprich das Geld, nicht mehr durchfließt. Naja, es kommt jetzt darauf an, wie viel wir von dem Geld, was auch alle einige auf die Seite gelegt haben, in der Krise in Österreich ausgeben. Da geht es darum, hier zu kaufen, da geht es auch darum, in Österreich Urlaub zu machen und da entsprechend schon zu schauen, dass man das Geld auch hier ausgibt. Es ist mir schon sehr, sehr wichtig, da alle zu bitten, da mitzuhelfen, denn unsere Betriebe haben schon eine gute Chance, wenn jetzt wieder aufgeht. Die waren ja gesund vorher, einige haben sogar die Zeit genutzt zu investieren. Und bei denen was passiert, da dürfen wir auch nicht so drauf schauen, sondern einfach sagen, okay, da machen die wieder auf. Es gibt ja auch Unternehmen, die sich entschulden in der Insolvenz und dann weitermachen. Also ich kenne einen Tischler und genauso an der Fassaden baut, wo das mal passiert ist. Aber die Betriebe gibt es heute noch. Das dürfen wir schon lernen, in Österreich und in Deutschland dann nicht so mit dem Finger hinzuzeigen und zu sagen, aha, Insolvenz, das ist eine Möglichkeit und nachher kann man auch weiterarbeiten. Und wie wird es denn jetzt weitergehen mit dem Handel und so weiter? Haben Sie schon so einen ersten Überblick über wie diese Öffnung funktioniert hat? Zuerst im Westen, wo das ja schon seit über drei Wochen, glaube ich, der Fall ist. Und jetzt im Osten, kommen wir wieder auf Vorkrisenniveau oder wird es noch eine Zeit lang dauern? Naja, ein bisschen dauert schon noch, weil natürlich es noch Sicherheitsmaßnahmen gibt von der Anzahl der Personen, die rein dürfen. Ja, die ist ja begrenzt und somit ist ein bisschen weniger, das ist schon klar. Aber wir haben auch die Schlangen gesehen vor dem Geschäft. Die Leute wollen wieder raus, die Leute wollen wieder einkaufen und das ist auch gut. Und bei österreichischen Betrieben ist es umso besser. Jetzt sind Sie natürlich nicht die Gastroministerin und auch nicht die Tourismusministerin, aber letztendlich ins Wirtschaftsressort fällt ja alles. Wie Sie vorher schon angedeutet haben, am 19. soll ja die Gastro geöffnet werden. Jetzt haben wir heute in Österreich gelesen, es wird in Wien 2 Wochen länger dauern, Indoor, bis zum 31. Sind eigentlich einmal ein paar warnende Worte von Ihrer Seite her fällig, dass wir jetzt endlich aufsperren müssen, sonst werden wir ein Problem kriegen, oder? Die pfeifen teilweise aus dem letzten Loch, die Gastronomen. Naja, wir haben schon gesehen, dass es die Konzepte, wenn sie gut aufgestellt sind, so wie in Vorarlberg, funktionieren ja auch. Und das ist ja die Pilotregion gewesen. Jetzt haben wir den Rahmen geschaffen. Letztendlich muss der Bürgermeister in dem Fall in Wien selbst entscheiden, zu welchem Datum er das genau macht. Aber natürlich ist für mich schon so, dass man helfen muss. Und das kann man, indem man aufsperrt und die Sicherheitsmaßnahmen einhält. Es geht ja beides, das zeigt ja Vorarlberg. Und ich hoffe, dass dann Wien nachher bald nachziehen kann. Also Sie würden hoffen, dass Wien auch am 19. sowohl Indoor als Outdoor öffnet? Naja, so viel ich weiß, hat der Bürgermeister anders entschieden. Es ist in seinem Verantwortungsbereich, das kann er entscheiden. Wir haben den Rahmen gegeben, es würde auch früher gehen, aber aus gesundheitlichen Gründen wird er wohl anders entschieden haben. Das muss letztendlich er tragen. Gibt jetzt natürlich viele Wirtschaftstreibende, die sagen, ich kenne mich nicht mehr aus. Jede Woche kommt eine neue Regelung daher, irgendwann bin ich am Verzweifeln. Ja, da ist natürlich das Verständnis von meiner Seite her groß. Es muss halt eigentlich unkompliziert sein. Das ist nicht immer, weil es natürlich immer wieder Phasen in dieser Covid-Krise gibt. Es ist wie so eine Wellenbewegung. Es geht auf und runter und entsprechend haben wir die Maßnahmen ja immer angepasst. Jetzt ist die gute Nachricht, jetzt geht es aufwärts. Es wird warm, es sind viel mehr geimpft als sozusagen am Beginn des Jahres. Wir kommen zum Stichtag, wo geöffnet wird, circa auf die 3 Millionen Impfen, Tests. Die Maske nur ein bisschen tragen, das wird uns alle helfen. Also ich bin überzeugt, in dem Sommer wird es viel leichter. Darf ich zum Schluss noch fragen? Es soll ja der grüne Pass kommen. Der war heute ganz am Schluss Ihrer Pressekonferenz ja auch ein Thema, weil einige Journalisten gefragt haben und wir Medienleute den Eindruck haben, das geht alles viel zu langsam. Und das wird am 19. Mai noch nicht funktionieren, so wie es funktionieren soll. Sie sind ja sozusagen die Telekom-Technikerin in der Regierung, die Digitalexpertin, weil Sie kommen ja von der 1. Für einen grünen Pass, glaube ich, sind Sie nicht zuständig. Aber was ist denn sozusagen Ihr Gefühl? Wird es funktionieren am 19. Mai oder ist es technisch so kompliziert, dass wir schon noch warten müssen, bis die ganze EU hier startklar ist? Und da hat der Kanzler heute ja neben Ihnen stehend gesagt, wir werden schauen, dass wir da jetzt Vorreiter sind, weil wir warten sicherlich nicht so lange, bis die EU da im Schlafwagentempo endlich ihren grünen Pass einführt.
Ja, ich glaube, da muss man genau differenzieren zwischen dem, was die EU vorhat. Und das ist natürlich wie manchmal kompliziert und über verschiedene Länder und ist eigentlich nur so eine Art Toolbox, wo dann die einzelnen Länder wieder ihre Umsetzungen individuell machen. Also wenn das eh so ist, dass wir das individuell umsetzen, bin ich froh, dass das Parlament hat ja dem Gesundheitsminister die Möglichkeit gegeben, das entsprechend umzusetzen und auch den Rahmen. Und jetzt müssen wir schauen, am 19., glaube ich, müssen wir ganz pragmatisch agieren. Es wird Menschen geben, jemand, der über 80 ist, der wird einen Zettel haben und der wird zum Beispiel eine Testbestätigung haben oder eine Bestätigung, dass er geimpft ist und die wird er immer und immer wieder verwenden. Der andere wird es auf seinem mobilen Endgerät haben, in Vorarlberg zum Beispiel. Da machen sie das ja so bei den Testungen. Ich glaube, da dürfen wir einfach ein bisschen auch nachsichtig sein mit den unterschiedlichen Lösungen. Aber ab 19. komme ich, wenn ich geimpft, getestet oder genesen bin, auf jeden Fall rein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Frage ist nur, wie kann ich das nachweisen? Mit irgendeinem Kastzettel oder am Handy? Das Problem, wenn ich das richtig verstanden habe und auch jetzt zwischen Ihren Worten wieder gehört habe, was mir eh jeder sagt, ist, dass das insofern chaotisch und kompliziert wird, weil es in Österreich wieder mal Ländersache ist. Ja, Gesundheitswesen ist so. Nur in der Covid-Krise hat ja der Gesundheitsminister auch vom Parlament mehr Möglichkeiten bekommen. Wir haben die Testungen den Ländern überlassen, das umzusetzen, so nah als möglich bei den Menschen, hat auch seinen Vorteil. Und auch beim Impfen, und das funktioniert ja recht gut, jetzt bin ich zuversichtlich, dass die Länder das auch hinkriegen. Und zusätzlich wird auch natürlich an einer einheitlichen europäischen Variante gearbeitet, aber die wird länger dauern und wir brauchen das schon früher. Also pragmatisch die Dinge einfach so umsetzen, wie sie das. Also die europäische Lösung, das sagen Sie jetzt schon zwischen den Worten und das ist sehr spannend, wenn Sie das sagen, so wie es Ihre Art ist, immer sehr freundlich und liebenswürdig, die wird etwas länger dauern. Der Herr Kanzler hat das heute, glaube ich, etwas weniger freundlich gesagt und das heißt, wir müssen eigentlich da Vorreiter werden und müssen uns auf die eigenen Beine stellen. Sonst können wir uns den grünen Pass für diesen Sommer in die Haare schmieren. Ja, absolut. Und grüner Pass ist ja etwas, ist ja auch ein Synonym dafür, dass ich reinkomme. Da haben wir jetzt einen gesetzlichen Rahmen. Und wenn in den Bundesländern eh schon auch die Testungen so passieren und ich bin jetzt zum Beispiel noch nicht geimpft, dann kann ich mit meinem Nachweis über den Test da hinein, so wie ich es heute auch nachweise, wenn ich zur Friseurin gehe. Und dasselbe gilt für die Impfung. Da ist halt leichter, weil die Impfung muss ich nicht ständig machen, habe ich einmal oder die zweite, nach der zweiten Impfung kann ich da ja entsprechend rein. Also das wird schwierig. Darf ich am Schluss noch fragen, um zurückzukommen auf die Ausgangsfrage, also diese Standortstrategie bis 2040. Wo stehen wir denn derzeit im Wirtschaftswachstum, wohl wissend, dass sie da in einer Kakophonie von allen möglichen mit verschiedenen Daten gespeichert werden, aber was ist Ihre Prognose jetzt für dieses Jahr? Und wo wollen Sie letztendlich dann mit diesen vielen Innovationen, die Sie jetzt starten, hinkommen? Naja, wir wahrscheinlich, die Wirtschaftsforscher sagen unterschiedliches, aber irgendwas zwischen 3-4% Wachstum in diesem Jahr. Heuer? Ja, das sagen schon einige Forscher, sagen das schon. Die Industrie boomt ja. Wir schauen ja oft auf den Tourismus und die Gastronomie, ja. Und die also leiden Sie rechnen sehr, mit aber 3-4% BIP-Wachstum. Ja, gegenüber. Das können wir schon schaffen. Da müssen wir uns natürlich noch anhängen. Wir exportieren viel. China wächst mit 18% im ersten Quartal. Also in diesem Jahr glaube ich an ein Wachstum in diesem einstelligen Bereich. Und dann muss schon Österreich in die Richtung 7-8% mittelfristig kommen. Warum? Nicht Wachstum wegen des Wachstumswillens, sondern das heißt ja Arbeitsplätze und das heißt Zukunft für unsere Kinder. Und denen wollen wir ja die besten Möglichkeiten und Chancen bieten. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe unserer Generation, dass wir jetzt da ziemlich Gas geben und dass wir dort auch entsprechend Maßnahmen setzen. Und in diesen 7 Feldern, die Sie da am Anfang genannt haben, wo sehen Sie die besten Chancen? Habe ich richtig verstanden, dass das Pharma ist oder E-Mobility oder Digital? Ja, also Pharma ist sicherlich eine große Wachstumsmöglichkeit. Das haben wir dort wollen Sie jetzt verstärkt Standort den Standort stärken und dort auch entsprechend, dass Investitionen noch... Wir sollen ein Pharmaland werden, unter anderem. Ja, sind wir schon. Wir sind recht gut dabei, das glaubt man oft nicht. Aber das sind ja große Unternehmen in der Wien, in der Steiermark und auch in Tirol. Und das funktioniert schon sehr gut. Und dann neben Pharma? Dann kommt das nächste Thema, dass wir schauen, dass wir der Automobilindustrie in der Transformation helfen. Das ist der zweite große. Da sperren wir aber derzeit gerade immer hinzu. Ja, anstelle was Neues auf.
Da hoffe ich doch, dass das Konzept vom Sigi Wolf wieder von den entsprechenden Entscheidungsträgern aufgenommen wird. Das heißt, Sie hoffen auf eine zweite Runde für Sigi Wolf? Das hoffe ich doch sehr, dass sich da Bewegung von kommt. Von Sie als Wirtschaftsministerin und der Staat führen MAN halten Sie gar nichts? Nein, davon halte ich nichts. Wieso? Naja, das hat hin und wieder mal funktioniert, aber nicht immer. Verstaatlichung ist nicht die Lösung, denn das ist ja Teil einer gesamten Wertschöpfungskette und da brauchst du ja Perspektive. Der Sigi Wolf mit seinem Konzept kann Zukunftsinvestitionen tätigen, kann dort entsprechend Abnahme sichern in alle Welt. Das nutzt also ja Sie nichts, appellieren, gebt Sigi Wolf eine zweite Chance, wenn ich das richtig verstehe. Das sehe ich so, sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich akzeptiere das, wie Sie entschieden haben, aber ich glaube, das Konzept ist wirklich gut. Mal abstimmen. So, und zweite Sache, also Sie wollen Österreich neben einem Pharmaland auch zu einem E-Mobility-Land machen, also tatsächlich auch in die Elektroautoindustrie investieren, beziehungsweise Zulieferung, beziehungsweise Forschung. Absolut. Da gibt es ja schon auch Pläne von der BMW, die gleich neben der MAN ist. Und auch dort werden wir intensiv versuchen zu unterstützen, dass wir da in Österreich auch einen Angelpunkt haben. Und der dritte große Punkt sind dann diese grünen Technologien, die generell eine wichtige Rolle spielen. Gut, danke, Frau Minister. War schön, mit Ihnen zu sprechen und ich hoffe, dass Ihre Wünsche ans Christkind dort auch erhört werden und wir wirklich Champions League werden, weil das kommt mir ungefähr so vor, wie wenn Sie den FC Mistelbach in die Champions League führen wollen, aber auch der FC Mistelbach hat natürlich Chancen. Ja, und Österreich ist ein Land mit vielen starken Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir brauchen nur 2 Flugstunden in den Süden fahren, dann sehen wir, wie es anders geht. Also wir haben die besten Grundvoraussetzungen und liegen nicht so schlecht, wie Sie das glauben. Also die Champions League-Ministerin jetzt bei uns, Margarete Schramböck. Danke fürs Kommen. Kurze Werbepause, dann kommt die Frau, die politisch ganz anders gestrickt ist als die Margarete Schramböck, trotzdem aus dem Westen kommt, nicht aus Tirol, sondern aus Salzburg. Die wortgewaltige FPÖ-Landesparteivorsitzende Marlene Swarczyk. Gleich bei uns mit ihrem Kampf gegen Corona und vor allem gegen die Masken.